Hallo zusammen, wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Dafür gehen wir sofort in die App Good Luck, in den Bereich Family, ihr wisst es. Und wie bereits im letzten Video gesagt, heute ist Wonderland dran. Wir klicken auf das Modul, zulassen, dass Wonderland auf Fotos, Medien und Dateien auf deinem Gerät zugreift. Na klar, das muss sein. Es öffnet sich folgendes Bild. Welcome to Wonderland. Create your own moving wallpaper. Das ist ganz wichtig. Wir werden, beziehungsweise wir sind mit diesem Modul in der Lage, unser eigenes Live-Wallpaper zu erstellen. Ich will jetzt nichts dazu verraten, ob das am Ende wirklich gut wird oder nicht. Das werden wir sehen. Genau, so sieht der Aufbau dieses Moduls aus. Wir haben von Samsung vorgefertigte bzw. auch vorgegebene Wallpaper hier drinnen. Das sind jetzt nicht viele. Allerdings kann man die wirklich so als ersten Ansatz nutzen, um zu sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir beginnen mal mit einem, ich sag mal, recht simplen Wallpaper. Ihr seht es. Von links kommen, Blasen rein, die dann auch immer weiter ausbleichen und dann verschwinden. Wir haben hier auch eine Bewegung drin, nehme ich an. Oder? Ja, ganz leicht doch. Die Wolken, die bewegen sich. Kann man aber auch prüfen, indem man auf Edit klickt. Also das war jetzt hier ein einfaches Wallpaper. Ich glaube, das ist sogar noch einfacher, noch simpler. Das ist wirklich nur ein Bild. Ich glaube, ein Panoramabild, was zulässt, dass man hier quasi in das Bild rein oder rauszoomt oder sich rechts und links bewegt. Mehr ist das nicht. Dann gibt es aber auch komplexe wie dieses hier, Summer. Seht mal her. So, wir haben jetzt hier viele Elemente auch hier. Ihr seht es, da leuchten dann immer wieder Elemente auf. Und wenn ich das jetzt bewege, seht ihr, wie das Wasser auf das Strand zuläuft und wieder abläuft. Beziehungsweise hier die Surferin hier quasi sich mitbewegt, auch der Herr. Ne? Da ist wirklich sehr, oder hier auch die Möwe. Ganz viel Bewegung und kleine Details. Also sowas zu erstellen, kostet sehr, sehr viel Zeit. Das werden wir in diesem Video nicht schaffen. Und es kostet nicht nur Zeit, sondern sehr viel Kreativität und auch die passenden, richtigen Elemente. Aber wenn man alles zusammen hat, kann man wirklich sowas Schönes hier kreieren. So, also wir haben jetzt die Möglichkeit hinzugehen, diese vorgegebene Wallpaper zu bearbeiten, zu erweitern oder zu reduzieren, je nachdem. Das geht, indem wir, nehmen wir mal dieses Simple. Das geht, indem wir draufklicken. Entweder wir benutzen das so, weil es uns gefällt, oder es gefällt uns eben nicht. Und dann können wir sagen Edit. Und jetzt sehen wir auch schon, was für Elemente hier in diesem Wallpaper eingefügt sind. Also, unterste Ebene ist dieser Bereich. Also die unterste Ebene, der grüne Hintergrund. Darauf kommt dann dieser Bereich hier. Ja. Diese Elemente, also die Wolken gehören zu diesem Element hier und die Blasen, die dann aufpoppen und auch wieder ausweichen oder ausbleichen, die gehören zu diesem Element und ihr seht es, Particle Settings. So. Wir könnten jetzt das ändern, das Aussehen. Wir können es aber auch kopieren. Wir können die Farbe anpassen, den Effekt anpassen und was jetzt richtig cool ist, die Dauer. Ihr seht es, es ist ziemlich lang und wir kriegen jetzt eine Live-Vorschau. Wenn ich das jetzt verkürze, die Zeit, dann seht ihr das. Kriegen wir sofort die Vorschau und die Dauer, wie sie angezeigt werden, ist sehr kurz. Wenn ich es jetzt wieder nach rechts ziehe, dann seht ihr es, dauert es einfach länger. Ja? Wenn ich das auch nochmal nach rechts ziehe, so, dann verschwinden sie nicht so schnell. Ihr seht das. Und wenn ich es wirklich mal komplett nach links ziehe, dann werden sie einfach schnell erscheinen und auch schnell wieder weg sein. Ja, wir können uns die Vorschau geben lassen. Ihr seht, sind fast gar nichts mehr zu sehen, weil sie so schnell wieder verschwinden. Also, wir können hier die Dauer einstellen. Machen wir es wieder mal auf lang.
Wir können die Größe einstellen. Wir machen es größer, die Partikel. Wir können eine Rotation einstellen. Die Menge sogar, ja, dass einfach mal mehr Blasen erscheinen. Die Richtung einstellen, in der sie dann quasi, in die sie fliegen. Wir können einstellen, ob sie nach oben hin fliegen oder nach unten. Das ist hier Top, Bottom. Und dann Playing Type. Das ist auch ganz wichtig. Entweder die Partikel erscheinen automatisch von selbst oder aber erst, wenn ihr quasi euer Homescreen oder eure Screens berührt, euer Wallpaper, dann erst. Das, die Möglichkeit haben wir da auch. Und auch die Beschleunigung und wie schnell sie dann horizontal sich bewegen oder auch vertikal und ob sie horizontal oder vertikal kollidieren, diese Partikel. Mehr ist da nicht. So würde es jetzt aussehen hier. Wir haben ja die Menge erhöht und auch die Größe geändert, also wir haben sie größer gemacht. So würde es jetzt ausschauen. Nehmen wir mal an, es gefällt uns. Hätten wir jetzt die Möglichkeit, das hier abzuspeichern, oder aber es gefällt uns eben nicht. Dann können wir sagen, gut, wir haben hier jetzt die Bewegung eingestellt, jetzt können wir aber noch weitere Elemente hinzufügen. Wir müssen es ja nicht so akzeptieren, wie es ist. Was haben wir da für eine Möglichkeit? Wir können jetzt ein Bild hinzufügen, einen Text hinzufügen, weitere Partikeleffekte oder wir benutzen vorgefertigte Partikel. Wir gehen mal von oben nach unten durch. Ein Bild. Also, wir haben hier zwei Reiter, Image 1, Image 2. Links oben ist immer die Galerie. Wir könnten jetzt ein Bild aus unserer Galerie hier hinzufügen oder wir benutzen diese vorgegebenen oder ja, diese Vorlagen. Ja, es gibt einiges. Gut, man muss das mögen. Und auch kreativ und sinnvoll verwenden. Image 2 haben auch wieder einiges. So schaut das Ganze aus. Ja. Und dann kann man dann hingehen und sagen, hier, ich will beispielsweise diesen Stern haben. Ziemlich groß, aber gut. Dann ist es halt mal so. Sagen, Preview. So würde das Ganze jetzt leuchten. Man kann es natürlich aber auch hier verschieben, indem man jetzt auf dieses Element klickt und verschieben, je nachdem, wo man es halt haben will, oder auch verkleinern. Hier, warum auch nicht. Klicken auf Preview, so würde es aussehen. Oder hier oben, zack, klicken drauf. Gar nicht mal so verkehrt. Also war gar nicht so schlimm, was wir jetzt gemacht haben. Wie gesagt, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das war ja ein Bild, wir haben die Möglichkeit, einen Text jetzt einzugeben und sagen einfach mal Hello oder Hallo, je nachdem. Sagen dann, können eine Farbe, nicht nur eine Farbe, sondern wir können sogar einen Farbverlauf reinsetzen. Sagen wir mal erstmal gelb auswählen. Dann hier auf das Plus klicken. Jetzt die zweite Farbe anklicken. Fertig. Und ihr seht's, wir haben einen Farbverlauf von unten nach oben oder oben nach unten. Ja, jetzt in dem Fall oben nach unten. Und jetzt können wir das Ganze hier verschieben, sodass wir mehr Gelbanteil haben. Oder weniger. Oder ausgeglichen. Und wir können sogar die Richtung ändern. Jetzt ist der Verlauf von links nach rechts. Ihr seht diesen roten Pfeil hier, der gibt das an. Von links nach rechts. Von oben nach unten. Diagonal. Von links unten nach rechts oben. Oder von links oben nach rechts unten. Ich hätte das jetzt mal dabei belassen. Nee. Von oben nach unten und dann können wir natürlich noch die Transparenz einstellen und natürlich auch eine Bewegung. Ja, unser Text soll sich bewegen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit um die X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Die Z-Achse ist jetzt gerade bei 0, warum auch immer. Stellen wir auch mal ein auf 8. Preview. Die Bewegung ist nur ganz, ganz, ganz sanft und ganz gering zu erkennen. Können wir auch verstärken. Passt auf. Wir gehen jetzt, klicken da drauf.
Text Setting und dann verstärken wir das Ganze. Einfach nur, um es jetzt mal zu sehen, wie es dann ausschaut. So, 50 ungefähr, ist jetzt egal. Die auch nochmal um die 50 herum. So, und jetzt seht ihr es schon, jetzt tänzelt der Text. Oh ja, hier. Wahnsinn. Ne? Ihr habt es verstanden. So, das war jetzt der Text. Partikeleffekt. Wir können uns wirklich hier alles aussuchen, alles Mögliche, und können es als Partikel benutzen. Dann sagen wir mal, nehmen wir doch hier, na komm, ein Pinguin. Und wir können jetzt aussuchen, wie diese Bewegung aussehen soll. Sagen wir mal Rising Bubbles. Und wir sagen Autoplay. Nein, Autoplay haben wir schon, die sagen Touch-Effekt. So. Dann können wir natürlich noch hier die Rotation, wieder die Menge und die Dauer und all das, was ich bereits gezeigt habe, einstellen. Sagen wir mal eine Preview. So, jetzt passiert noch nichts. Erst wenn ich meinen Homescreen berühren sollte, passt mal auf, beispielsweise hier, zack, tauchen Pinguinköpfe auf. Oder wenn ich swipe, geht auch. Ne? Jetzt könnte man natürlich noch einstellen, dass sie nicht nach oben fliegen wie diese Partikel, sondern zur Seite weg oder nach unten hin. Und wir könnten die Menge natürlich reduzieren, sodass es nicht so ausschaut. All das ist möglich. Jetzt sagen wir, es gefällt uns bisher. Wir speichern das Ganze. Und sagen Road. Save. Jetzt können wir es direkt als Wallpaper einstellen. Oder auch löschen, wenn man Mist gebaut haben sollte. Allerdings ist jetzt unser Wallpaper hier. Und es hebt sich dadurch ab, indem wir hier oben einen X haben, indem wir das Ganze löschen können. Das war jetzt hier. Wir haben jetzt eins erstellt aus dieser Vorlage. Was ist aber, wenn wir es komplett von Null an erstellen wollen? Ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, auf das Plus zu klicken. Jetzt können wir hingehen und sagen, wir wollen eins also als Basis ein Foto benutzen oder aber eine Farbe. Sagen wir mal Farbe. Nehmen wir doch einen grauen Hintergrund. Klicken auf OK. Und wählen als zweite Farbe, ich sag mal so ein Teal. Sowas hier. Und knallen da ein. Ja, ihr seht schon, da ist schon ein Farbverlauf drinnen. Und machen das mal ein bisschen in Richtung Grau. So. Jetzt haben wir einen Gradienten, also einen Verlauf von oben nach unten. Wie sieht das Ganze von links nach rechts aus? Oh, auch nicht schlecht. Diagonal, diagonal. Ja, ganz schön schwer. Aber gut, wir lassen es mal dabei. Und wir machen den blauen Anteil ein bisschen höher. So, wir können natürlich, glaube ich, noch eine Farbe hinzufügen, oder? Ne. Gut, wir sagen Save Background. So sieht unser Hintergrundbild jetzt aus. Und dann fangen wir wieder an, indem wir hingehen, sagen Image, Text, Particle. Und das war's. Ja, jetzt haben wir halt dieses Hintergrundbild. Und jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, hier, wir knallen da mal ein paar Fotos rein. Hier eine Wolke mit Regen. Und dann gehen wir in Image 2, warum auch immer, nehmen das hier, verkleinern das Ganze, kommt in die Ecke, fügen einen Text ein, können natürlich auch sagen, hier soll fett sein, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen und die Schriftart. Und jetzt wollen wir mal was ganz Verrücktes hier. Gelb. Ohne Farbverlauf. Das reicht uns schon. Oh, das ist riesig. Das wollen wir verkleinern. Und auch auf dem Kopf. Stehen haben, warum auch immer, was ist möglich. Ja, passt ja hier zum Wetter-Widget. Ist gar nicht mal so verkehrt geworden.
Ja, ihr habt verstanden. Das wäre jetzt unser eigen erstelltes. Ach so, wir könnten aber hingehen und das noch. Da eine Bewegung rein. Knallen. Da. So. Y und Z. So, ungefähr. Ja, schon viel besser. Hier, es macht wirklich was her. Passt mal auf. Hinter dem Wetter-Widget quasi so ein Bild reinzusetzen, das sich auch mitbewegt. Wunderbar. Das speichern wir ab. Nenne es jetzt einfach mal Wolke. Nicht Wilke, sondern Wolke. Speichern es. Und setzen es als Wallpaper. Und zwar nicht nur für den Homescreen, sondern für beide. Also Homescreen und Lockscreen. Tada, das ist unser Wallpaper. Schaut mal her. Macht echt was her. Genau, das war es zu dem Modul Wonderland. So funktioniert's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Tschüss.